Ein extra Leben, hey. Wow, was war? Das war knapp. Das hier irgendwie. Oh Gott, jetzt erwischt mich auch noch die Tür, ey. Nicht, ne? Mhm. Du Schande. Schon richtig. Jetzt ist aber mal nicht hier. Das ist nur beim ersten Mal so. Kann ja doch nicht auch sein. Ja, Alter, bei mir. Zwischen TNT drauf, yo. Ist aber auch gemeine. Macht man einmal einen Fehler, wird direkt Das ist eine gemeine Marotte hier von den Entwicklern hier. Und tschüss. Tschüss, du Betrüger. Das wird, ob das nicht schon schwer genug wäre? Nein. Das muss natürlich so ein. Das ist so ein gelbes Kack. Oh nee. Was zur Hölle? Wie denkt sich denn so ein Shit aus? Verpiss dich, du Ochse. Okay. Hehe, zwei extra Leben. Ich freue mich. Okay, das ist ein sehr seltsamer Rhythmus. Oh Gott. Wir wollen mich doch hier ärgern jetzt.
Nein, das machen wir nicht. So. Okay. Völlig wild hier. Aktivieren. Dann schnell hier rüber. Und dann den Shit hier. Verschwinde! Verschwinde! Okay. Ach ja, manchmal ist das Leben schon hart. Alles eine Frage des Timings, aber Crash, lass dich doch nicht verarschen. Du bist ein schlauer Fuchs, bist du doch. What the fuck? Wieso? Wieso trifft er mich? Jetzt auf einmal nicht mehr, komisch. Okay. Speicher jetzt einfach hier. Nein. Man muss es ja nicht hinauszögern, ne? Ach, schade. Oh, machen wir hier weiter. What? Hab ich ein extra Leben weggeschnitten. Okay. Oh Gott. War ja schon das Ende. Nicht erleuchtet. The Great Hall. What? Was war das?
habe ich nicht ganz verstanden, das Level. War das überhaupt ein Level? Hä? Moment mal. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Achso, ich glaube, hier kommt man nur weiter, wenn man wirklich alles gesammelt hat. Da wir das nun mal nicht haben, kann man da auch nichts machen. So, jetzt kommt Dr. Neocortex. Ich habe gute deutsche Synchro übrigens. Beziehungsweise, die Synchro ist glaube ich noch nicht mal so wirklich schlecht. Ist einfach nur die Tonqualität. Müssen die Grünen zu ihm zurück. Au! Wow, das war... Was? Okay. Ach. Fuck. Was zur Hölle? Der ist auf jeden Fall schon krass drauf, der gute Doktor. Der erste Treffer ist ja easy. Easy, guys, easy. Ach, ich falle auch immer wieder drauf rein. Ah, achso, jetzt verstehe ich. Die blaue schießt ja mal unten, okay. Das ist jetzt oben. Ah, nee, das ist. Oh, der geht jetzt hoch und runter, okay. Shit. Oh Gott. Hahaha. Shit. Speichern mal. Oh, shit. Nein, dann machen wir noch mal. Das sehe ich gar nicht ein, dass ich den nicht getroffen habe. Jiha! Dann freut er sich. Unsere Freundin wieder. Oder? Nee, das ist, was haben wir gesagt? Schwester, ne? Crash Bandicoot. Created and developed by Naughty Dog. Arbeiten die da eigentlich alle noch bei Naughty Dog? Ich weiß es nicht. So, was fehlt eigentlich noch auf der PlayStation 4? Ja. Ja, das war's mit Crash Bandicoot. Das Spiel, ist eigentlich ganz gut gealtert, meiner Meinung nach, aber schon ziemlich happig zum Schluss. Das war schon ziemlich krass. Ich muss schon sagen, das war schon echt schwer. Ohne Speicheremulation. Und Save State, sag ich mal, hätte ich das Spiel nicht geschafft. Vielleicht hätte ich es doch geschafft, aber... Boah, mit echt Mühe und Not. Gefällt mir immer noch. Obwohl die anderen Teile für mich immer noch besser sind. Aber na gut. Schönes Spiel trotzdem. Schönes Spiel. Kann man machen. 100%.
Da muss man absolut Nerven aus Stahl haben. Um die Great Hall betreten zu dürfen. Das war ja nichts aus der Welt, das war ja einfach nur... Copyright 1996. Schon ein paar Jährchen her, ne? Fast 20 Jahre. Ja, sieht immer noch gut aus. Jawollo! Na, wie auch dem auch sei. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Let's Play, meine Freunde. Bis dahin, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und Tschüssikowski.